Hugh die Schlüsselbude auf. Oh, ist ja schade. Ja, aber Günther und ich, wir könnten sie übernehmen. Ihr zwei. Ja, ist gebunden. Komm, hier. 10.000 Euro. Machen wir. Günther, 10.000 Euro. Ja. Guck mal, der Typ ist Multimillionär, verstehst du? Wir hauen ihn um Kredit an, dann haben wir die Schnitzelbude. Oh, guck mal. Karin. Das ist ein schräger Vogel. Er war früher mein glühendster Verehrer. Und Rolf hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Er gibt da morgen so eine Art Matinee. Das Buffet ist eröffnet. Rolf verleiht kein Geld. Niemals. Niemals Geld verleihen, schon gar nicht an Freunde. Aber das kannst du ja nicht wissen. Günther! Und dann habe ich mich verletzt. Verstehst du? Oder soll man sagen, du hast dich verletzt? Wolfgang, du bist so ein Fuchs. Wie denn? Was denn? Erst überlässt ihm großzügig deine Frau und dann kommst du auf das Finanzielle zu sprechen. Das ist clever, das ist irre, das ist der Hammer. Ja, aber so ist das doch gar nicht. Das ist Schmerzensgeld. Für den da. Ich verstehe nur Bahnhof. Dein Vater hat mir nachspioniert. Aus gutem Grund, wie sich herausgestellt hat. Ach, völliger Blödsinn. Rolf hat versucht, mich zu küssen, da habe ich ihm gesagt, dass er sich das sparen kann. Das sah aber anders aus. Aha. Willst du wissen, was ich mit ihm besprochen habe? Hm? Willst du wirklich wissen? Ich habe ihn gefragt, ob er euch den Kredit für die Schnitzelbude gibt. Ich habe ihn angebettelt. Ja, ist doch gar nichts passiert, oder? Mama hat einen alten Verehrer aus Jugendzeiten wieder gesehen. Papa, das tut jeder Frau mal ganz gut. Und Mama, Papa ist eifersüchtig. Das zeigt doch nur, wie doll er dich liebt. Wenn er so eifersüchtig ist, warum lässt er mich da überhaupt hinfahren? Und warum muss er Günther auch noch aufkreuzen? Ja, weil ich Wolfgang da rausholen wollte, damit er uns den Plan nicht vermasselt. Welchen Plan vermasselt? Wie bitte? Rolf Sonne hatte uns, also mir, ja ein Schmerzensgeld in Aussicht gestellt, noch bevor er mit Mama in das Wellnesshotel gefahren ist. Ach so. Und da hast du gedacht, ich könnte ihn dabei Laune halten, ne? Nein. Obwohl du wusstest, dass er sich an mich ranschmeißen würde, hast du mich in dieses Wochenende geschickt mit Rolf, weil du das Schmerzensgeld haben wolltest. Ich dachte doch nur, dass du auch mal Wellness. Und ich Idiotin, ich mach das auch noch mit. Wird schon wieder. Jessica. Kann ich bei dir schlafen? Klar, aber wäre es nicht besser mit mir? Nee, ist nicht besser. Besser ist, wenn ich mal ein bisschen für mich sein kann. Wie lange denn, Karin? Weiß ich nicht. Boah, ey. Jetzt weiß ich aber, warum ich Junggeselle geblieben bin. Ja, aber jetzt komm. Ah, nee. Bewilligungsbescheid. Sag mal. 21 Euro. Ja, ich krieg nicht mehr. Karin verdient doch Bedarfsgemeinschaft. Ja, die Spinne ist doch scheiße. Ja, und jetzt ist Karin weg. Kannst du mir mal sagen, wie ich mit 21 Euro im Monat leben soll? Nee, kann ich nicht. Aber eins sage ich dir, dieser Waschzettel hier, das ist der letzte, den du von denen kriegst. Und bald stehst du in deiner Schnitzelbude, brätst ein Goldstück nach dem anderen, die Leute lieben dich und Karin sowieso. Komm. Ja, glaubst du wirklich? Ja, das weiß ich sogar. Wen suchen Sie denn? Wolfgang Klettig. Ach, Sie sind der, als wir neulich... Und Sie sind... Ich bin Wolfgang Klettig. Ah, natürlich. Ich war noch mal bei Rolf Sonne und da habe ich erfahren, dass Sie sich beim Sturz von der Treppe verletzt haben. Das ist ja mein Fehler. Ich wollte es längst repariert haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich mochte mich bei Ihnen entschuldigen. Och, ist ja nicht so schlimm. Nur noch ein bisschen blau, tut gar nicht weh. Herr Sonne war sehr wütend. Er hat mich gesümpft. Ja, wir müssen in die Stadt, Herr... Papastassopoulos. Herr Papastassopoulos, ja. Sie können mich aber auch Kosta nennen. Kosta, ja, ich bin der Günther, wir müssen in die Stadt und unser Bus kommt gleich. Ich kann Sie doch fahren. Nicht nötig, danke. Nötig nicht, aber ich kann Sie fahren, bitte. Ich fahre Sie, noch habe ich doch meinen Lieferwagen, ne?
auf Hartz IV. Wieso sehen wir so aus? Nein, ich habe nur bei Herrn Kredig den Brief von Jobcenter gesehen. Habe ich gleich erkannt. Dann sind Sie also auch Harzer? Ich war Harzer. Jahrelang. Aber dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem kleinen Handwerksbetrieb. Siehst du, man braucht nur ein bisschen Mut. Tja, am Mut fehlt es mir nicht. Ja? Ich habe gleich mehrere Kredite aufgenommen für mein Startkapital. Nur die kann ich jetzt leider nicht zurückzahlen und das Geld von Herrn Sonne. Wieso? Will Herr Sonne Sie nicht bezahlen? Na, dem was passiert ist, natürlich nicht. Das kann ich auch verstehen. Die Treppe war ja lebensgefährlich. Ich meine, ich kann ja von Glück reden, dass Sie sich nur das Knie verletzt haben. Ach, Ehre, Costa! Und du arbeitest so slumpig. Jetzt muss ich wohl meinen Lieferwagen wieder verkaufen und beim Subcenter antreten. Dann sehen wir uns wieder. Ach, da kommen bestimmt noch ganz andere Aufträge. Das sind meine Kleinen. Zoe, Emilia. Die lernen so fleißig Deutsch. Ja? Aber jetzt müssen sie wohl erst mal in Griechenland bleiben. Ich kann mir keine größere Wohnung leisten. Tja, im Leben geht auf und ab. Ja? Bei mir im Moment bergab. Ne? Leider. Ne, ich mache mir da gar keine Illusion. Mein Betrieb ist pleite. Aber so gehört es sich ja auch für einen Grieche. Eh? Danke, Kostas. Ich schaff das schon alleine. Ja, aber zusammen schaffen wir besser. Nun, was gibt es denn hier Feines? Schnitzel. Ja, Kostas, wir würden Sie ja gerne einladen, aber... Ich breche Ihnen fast alle Knochen und Sie laden mich dann zum Essen ein? Nee, nee, nee. Sie bringen mir Glück. Eine Portion Pommes kann ich mir jetzt noch leisten. Ich habe ja den ganzen Tag noch nichts gegessen, ne? Oh, Scheiße, ich habe was vergessen. Was denn? Na, Dingens. Dingens. Ach so, das Dingens. Dingens, ja. Kostas, tut mir leid, wir müssen noch mal bei mir zu Hause vorbei. Gut, ich fahre Sie. Nein. Sie gehen jetzt schön lecker Pommes essen. Ja, bestellen schön die Pommes. War schön, Sie kennenzulernen. Ja. Mir ist richtig schlecht, ey. Ja, brauchst gar nicht so komisch zu gucken. Ey. Ich meine, du hast selber gehört, dass dem Kerl da blüht. Wir machen unseren Laden auf und er macht seinen Laden zu. Und morgen sitzt er statt uns bei der Gottschalk im Büro. Und jetzt? Na, erst mal nach Hause. Ich meine, das Geld können wir auch dann Jutta heute Abend noch übergeben. Da kommt er schon wieder. Entwarnung, er ist durch. Er kommt zurück. Hey, meine Freunde, ich habe noch auf Sie gewartet. Ja. Kommen Sie, ich bringe Sie. Haben Ihnen die Pommes frites bei Theo nicht geschmeckt? Doch, sehr sogar. Ich musste mir nur über den Tag verteilen. Ich kann mir heute nichts mehr leisten. Sie können natürlich gerne welche haben, wenn Sie wollen. Nein, vielen Dank. Doch, ich sehe doch, dass Sie Hunger haben. Ja? Bitte, nehmen Sie. Ja, danke. Ja. Danke fürs Mitnehmen. Ja? Es war mir eine Ehre. Ja. Kommen Sie. Ich würde Sie eigentlich noch gerne zu einem Kaffee einladen, aber meine Heizung ist kaputt und bei mir zu Hause ist sowieso sehr ungemütlich. Aber das ist ein Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Ich bin nämlich eigentlich gelernter Heizungsinstallateur. Kommen Sie, schauen wir mal Ihre Heizung an. Kostas, es ist gut, es ist genug. Ja? Das ist, danke für alles. Sie sind uns zu nichts mehr verpflichtet. Alles gut, wirklich nicht. Aber ich kann Ihnen doch helfen. Es reicht. Ich muss einen Moment lang alleine sein. Ich brauche einen Moment lang meine Ruhe. Ja. Er meint es nicht böse. Natürlich nicht. Es gibt viele Menschen, denen es schlecht geht. Noch schlechter als uns. Und noch schlechter als diesem Kostas. Aber das darf für uns kein Grund sein, uns unser Glück zu verwehren. Günther, das ist ein Stehaufmännchen.
Der ist wie eine griechische Straßenkatze. Der fällt immer auf die Füße, sicher. Ja, weißt du, ich habe die ganze Zeit immer nichts anderes im Kopf als Schnitzelbude. Schnitzelbude, Schnitzelbude. Ich habe ihn schon hinterm Tresen stehen sehen, da hat zufriedene Kundschaft. Und da kommt einfach so einer vorbei und macht einem alles kaputt. Einfach mal so. Und das Schlimme ist, der ist im Recht. Pass auf, Günther. Der heutige Tag, der hat gar nicht stattgefunden. Es gibt keinen Costa. Es hat ihn nie gegeben. Ich rufe jetzt Jutta an. Hallo, Jutta. Ja, wir sind's. Ja, wir haben die 10.000 Euro. Ach so, das passt nicht. Ja, dann vielleicht morgen früh um 10? Ja, mach ich. Ja, tschüss. Viele Grüße von Jutta. Dann sehen wir uns morgen früh an der Schnitzelbude, ne? Lass dir gut gehen, ey. Du, Günther. Was ist? Wenn ich jetzt nach Hause komme und Karin ist nicht da. Komm wieder mit rein. Morgen. Morgen. Und, gut geschlafen? Ja. Guten Appetit. Danke. Wo Gübi? Hä? Wolfgangs und Günthers Bistro. Oder Gü-Wobi? Oder Gü-Wo-Schniebu? Günthers und Wolfgangs Schnitzelbude? Oder einfach nur Schnitzelbude. Oder einfach nur Schnitzelbude, ja klar. Ja. Warum soll man was ändern, was gut ist? Willst du nicht aufmachen? Das ist wahrscheinlich nur Werbung. Ja. Ja. Hallo. Guten Morgen. Ihr freundlicher Heizungsinstallateur ist da. Schön fertig. Guten Morgen. Geht doch. Ja, manchmal geht sie, manchmal geht sie nicht. Aber das ist gefährlich. Boah. Okay, dann wollen wir mal sehen. Hä? Oh, Feierbanaya. Dann ist ja das letzte Mal sauber gemacht worden. Da können Sie aber vom Glück reden, Gunther, dass nur die Heizung ausgefallen ist. Hätte nicht viel gefällt und das Ding wäre Ihnen bam, um die Ohren geflogen. Ja. Keine Sorge, ist natürlich ein Freundschaftsdienst, ne? Ah, Sie sind auch ein Fan von Kreuzworträtsel. Ja, wenn ich Zeit habe. Meistens habe ich ja viel Zeit. Aber nur jetzt gerade nicht so. Frühlingserwachen ist das Lösungswort. Ich habe es schon abgesiegt. Levon, wie neu? Ja, danke. Ja, wir müssen dann jetzt auch mal los. Sie sind mir nicht mehr böse wegen der Treppe. Ist verziehen. Meine Karte haben Sie, ja? Wenn Sie noch mal Hilfe brauchen. Rufen wir an. Ja. Tschüss. Tschüss.
Was noch? Entschuldigung, ich habe noch eine blöde Frage. Wenn Sie es nicht mehr brauchen, könnte ich vielleicht Ihren Herrgott haben? Super nett, wirklich. Danke. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen beiden Gesundheit, Liebe, Reichtum und ein langes Leben. Nee, Wolfgang, ich schaff das nicht. Wir können nicht das ganze Geld in den Schnitzelladen investieren, wenn ich weiß, dass wir das auf Kostas Rücken erschlichen haben. Nicht auf seinem Rücken, auf meinem Knie. Wir haben es uns verdient. Günther, reiß dich zusammen. Was soll ich nur Karin erzählen? Er sagt ihr, wir haben das Geld demjenigen gegeben, dem es eigentlich zusteht. Ach, der wird es doch gar nicht annehmen, so bescheiden wie er ist. Von uns schon gar nicht. Ja, müssen wir uns was einfallen lassen, anonym überweisen oder was weiß ich. Ja, weißt du, was dann passiert? Dann denkt er, es ist von Rolf Sonne und gibt's ihm zurück. Oder wir legen es ihm heimlich in seinen Lieferwagen auf den Sitz. Dann bringt er zum Fundbüro, schwöre ich dir. Es macht keinen Sinn, Günther. Wie auch immer es zu uns gekommen ist, es ist jetzt unser Geld. Wolfgang, wenn wir das so machen, da liegt kein Segen drauf. Ich weiß, wie wir ihm die Kohle zukommen lassen können. Da brauchen wir Jesse für. Jesse? Wieso Jesse? Das Lösungswort. Frühlingserwachen. Frühlingserwachen. Okay. Das kriegt er jetzt alles? Vielleicht ist es besser, du erzählst Mama erstmal nichts davon. Erstmal. Wie lange ist denn erstmal? Ja, ich weiß nicht, wann möchte Mama denn, also wann will sie denn wieder nach Hause zurückkommen? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Sorge, ich sag hier nichts. Es glaubt mir eh keiner, was ich hier schon wieder für euch mache. Hallo, guten Tag. Guten Tag, sind Sie Kostas Paspartatopoulos? Ja? Mein Name ist Miriam Mehltau und ich bin vom Quiz Verlag und ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren. Wozu? Der Frühlingserwachen. Das ist das Lösungswort unseres Maxi-Quizzes und Sie sind der Gewinner des Hauptpreises! Ja! Ella Panay. Sehen wir, Herr herzlichen Glückwunsch! Da bin ich aber! Ja! Da bin ich aber! Na klar! Da bin ich aber, Lacka! Ella! Ella Panay! Ella! Es war die richtige Entscheidung, Günther. Es war die richtige Entscheidung. Tag, Tag, Theo. Ihr seid etwas spät dran. Entschuldigung, wir haben noch was zu erledigen gehabt, also. Das Geld dabei? Ja, das Geld. Das ist jetzt noch so eine andere Geschichte. Ja oder nein? Habe ich mir gedacht. Ja, also wir haben noch mal darüber nachgedacht und wir dachten, vielleicht könntet ihr uns ja doch diesen Burgerbrater empfehlen. Und wir würden tatsächlich gerne in der Küche und am Tresen arbeiten. Da hätten wir richtig Spaß dran, ne, Wolfgang? Ja, genau, Koch und Kellner. Das wäre dann ja auch nicht so ein großes Risiko für uns. Das ist schön. Nur es gibt keinen Burgerbrater mehr. Ich habe ihn so lange wie möglich hingehalten. Heute Morgen hat er abgesagt. Und was wird denn jetzt aus der Schnitzelbude? Plan C, Abriss. Dann entstehen hier neue Büros. Ich meine, Theo, ich meine, wir könnten ja die 10.000 Euro, die könnten wir ja so Stück für Stück abarbeiten. Und ich meine, irgendwann machen wir ja dann Gewinn und. Günther, hör auf zu träumen! Theo. Günther, ist besser, wenn ihr jetzt geht. Wir waren ganz nah dran, Günther. So nah wie noch nie. Beim nächsten Mal klappt es, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin so stolz auf dich. Du hast Kostas aus der Patsche geholfen.
Du hast großes Herz bewiesen. Ja, großes Herz ist ja gut und schön, aber großes Herz kriegt kein Stück vom großen Kuchen. Kuchen? Das ist jetzt genau die richtige Idee. Ich gebe einen aus. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal für mich sein. Okay. Wie lange ungefähr? Weiß nicht, eine Weile. Okay. Und wie lange ist eine Weile ungefähr? Weiß nicht, mal sehen. Ich ruf dich an, ja? Karin? Günther. Ja. Und wie ist? Ah, muss. Sonst? Na ja. Heute mal allein? Ja. Bitte. Ich glaube, ich habe wieder was Schönes für Sie. Der Kreativkurs, der hat Ihnen doch so Spaß gemacht. Ja, ging so. Die besten 3 Skulpturen kommen in den Westpark. Ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. Frau Gottschalk, ganz ehrlich, muss ich? Schreiben Sie denn noch Bewerbungen? Ich will Ihnen doch gar nichts vormachen, Herr Kretek. Es wird im Laufe der Zeit nicht einfacher, noch einen Job zu finden. Ich weiß. Gut, dann lassen wir das erstmal mit dem Kurs und Sie kommen einfach nächsten Monat wieder. Dann habe ich hier die Anmeldeliste für Kochen mit Hartz IV. Aber ich habe den Kurs doch schon gemacht. Aber die haben neue Rezepte. Okay. Danke, Frau Gottschalk. Was ist denn eigentlich mit Herrn Kubala? Ach, der ist auch nicht so. Es war vielleicht in letzter Zeit alles ein bisschen viel. Aber er muss schon noch kommen. Sagen Sie ihm das bitte. Sonst fällt er irgendwann aus dem System und bekommt keine Zahlungen mehr. Ich sag's ihm, falls ich ihn sehe. Du gehst nicht mehr ans Telefon. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich eine Weile meine Ruhe brauche. Günther, du darfst nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Der Traum von der Schnitzelbude muss leben. Ey, du hast doch selber gehört, Jutta will Geld sehen. Ja, genau. Und deshalb muss Rolf Sonne noch mal bluten. Wie bluten? Ja, bluten, bluten, finanziell natürlich. Ich habe eine geniale Idee. Wir machen selber Kunst. Selber Kunst? Ja, Sonne sucht danach Ersatz für seine Skulptur, die du kaputt gemacht hast. Ja, weil du die auf den Sessel gelegt hast. Ach, das tut doch jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls, Sonne gibt Tausende von Euros für seine blöde Kunst aus. Und da müssen wir ran, Günther. Ja, wo kriegen wir so eine Skulptur her? Ja, die machen wir selber. Die mache ich. Ich meine, warum soll der von dir eine Skulptur kaufen, ey? Der kauft doch nicht von jedem. Ja, dann denken wir uns eben eine hübsche Künstlerbiografie aus. Guck mal, als ich Sonnes Sammlung katalogisiert habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Sonne interessiert sich eigentlich mehr für den Künstler als für das Werk. Also für Künstler, die ein ziemlich abenteuerliches Leben führen. Ja? Ja, zum Beispiel, als er über die zerbrochene Skulptur gejammert hat, hat er eigentlich mehr davon erzählt, was die Künstlerin alles so erlebt hat. Ja, und dieser Schmittering, dieser Galerist? Vielleicht hat der dem Sonne zwischenzeitlich was verkauft. Vielleicht aber auch nicht. Komm, ja, ganz leicht rausfinden. Komm. So. Bitteschön. Toll. Wo hast du das denn so schnell her? Eine Freundin von mir studiert an der Kunstakademie. Ach, du bist ein Schatz.
Aber du hast doch Mama nichts davon erzählt, oder? Nee, aber... Deine Mutter bringt mich um, wenn sie erfährt, was ich hier mache. Vor allen Dingen, warum ich es mache. Ich glaube ja, du schätzt sie völlig falsch ein. Ich kenne Mama länger als du, Jessie. Logischerweise. Oh, geh schon. Hör mal, ich war bei Schmittering und er hat noch nichts verkauft und morgen hat er einen Termin bei Sonne. Morgen schon? Ja. Wer ist Schmittering? Schmittering? Das ist der Galerist, der für Sonne immer die, ja, eigentlich dein neuer Chef. Also, wenn ich... Wie? Mein neuer Chef? Könnt ihr das bitte woanders besprechen? Ich muss mich konzentrieren. Hä? Erklär ich dir. Onkel Günni? Erklär ich dir. Ist gut. Erklär ich dir. Ach, du liebe Zeit. Ich hab gesagt, ich brauche Ruhe. Ah, Karin. Ich räum das jetzt hier nicht auf. Ich hab ja gar nichts gesagt. Karin, ich muss das jetzt zu Ende bringen für Günther. Ich weiß, du denkst, er setzt mir immer Flausen in den Kopf. Aber ohne seine Energien hätte ich schon längst aufgegeben. Und jetzt ist es mal an mir, ihn aus dem Sumpf zu ziehen. Und, was ist das? Das ist Kunst. Kunst, dachte ich. Und das soll Sonne kaufen? Hat dir das Jessie erzählt? Ja, sie ist auch meine Tochter, Wolfgang. Mhm. Das soll also ich sein. Du machst eine Skulptur von mir, weil du glaubst, dass Rolf dann eher zugreift? Nein, was denkst du denn von mir? Ich mache eine Skulptur von dir, weil ich etwas Schönes machen möchte. Sonst könnte ich das gar nicht. Es ist nur so schwierig, so aus der Erinnerung, wenn du nicht da bist. Weißt du, was mich so verletzt hat? Und warum ich überhaupt zu Jessie gegangen bin? Ja, natürlich, weil ich immer so schräge Ideen habe. Nein, weil du bei deinen ganzen schrägen Ideen überhaupt nicht siehst, wie sehr ich dich unterstütze. Karin. Und? Worauf wartest du? Du weißt doch, ich kann nicht, wenn der Druck so groß ist. Wenn die Skulptur morgen fertig sein soll, dann solltest du jetzt loslegen. Jetzt halte ich fest. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Glückwunsch. Glückwunsch. Otto? Pass mal auf. So. Ja, los, komm. Was war? Diese Kumpel. Echt, du.
Hallo? Hallo? Herr Schmittering, was ist los? Kennen wir uns? Ja, wir haben uns mal bei Rolf Sonne kennengelernt. Ah ja, zu dem will ich auch gerade. Irgend so ein Idiot hat mich eingeparkt. Ja, dann steigen Sie ein, ich fahre Sie hin. Ich habe ja Zeit, ich bin ja arbeitslos. Surprise, surprise, Günther. Ja. Er hat jemand anders erwartet. Wen denn? Der Schmittering, der wollte mir eine neue Skulptur anbieten. Ach, dann ist der noch. Also, ja. Ah ja. Ich hätte solche Sehnsucht nach den Kleinen. Ja. Ja, und Sie, also dich wollte ich auch wiedersehen. Oder störe ich? Nein, überhaupt nicht, Günther. Komm rein. Ja, unsere letzte Begegnung war ja nicht ganz so glücklich. Ja, nicht ganz so glücklich ist gut, du. 10.000 Euro hat mich der Hampelmann mit dem kaputten Knie gekostet. Schwamm drüber. Ach komm, schwamm drüber. Günther, du hast mir gefehlt, du. Ja. Wo fahren Sie denn hier lang? Ja, das ist quasi eine Abkürzung zu Herrn Sonne. Wir kommen dann von der anderen Seite heran. Galerie Schmittering, ja. Kommen Sie rein. Ach, danke schön. Ja, mein Chef ist leider verhindert. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass er mich geschickt hat. Das hätte er schon viel früher tun dürfen. Es ist Günther, ein guter Freund. Guten Tag. Hallo, Tag. Ja, ich fühle mich geschmeichelt, Ihnen dieses besondere Stück präsentieren zu dürfen. Bitte dahin. Ja, ja danke. Was machen Sie denn da? Ja, was passiert jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat er noch nie gemacht. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Was soll denn das Ganze hier? Ja, vielleicht der Motor? Gleich. Et voilà. Ja. Na, Mann. Sie wollen mich nur von Rolf Sonne fernhalten. Ich bin so ein Idiot. Geben Sie mir den Schlüssel. Sie sind ja wahnsinnig. Nein, mein Freund Günther kommt gleich und holt uns ab. Er muss nur noch meine schöne Skulptur an Rolf Sonne verkaufen. Sie stellen sich das so einfach vor. Ich bringe Sonne Woche für Woche die beste Kunst, preisgekrönte Werke, aber der kauft einfach nichts. Ich glaube, er hat eigentlich gar keinen Geschmack. Ja, Sie verstehen eben nicht, wie so Rolf Sonne tickt. Der kauft nicht die Kunst, der kauft den Künstler. Ein Teil vom Leben des Künstlers. Was können Sie mir denn über den Künstler sagen? Nun ja, das ist jetzt keine klassische Künstlerbiografie, muss ich zugeben. Wieso nicht? Der Mann heißt Vulcano Cretoso und stammt aus São Paulo. Ah. Eines Tages ging er in den Norden Brasiliens und arbeitete dort als Goldsucher. Ah, das schnelle Geld. Man muss sich eben schon was ganz Besonderes einfallen lassen, um Rolf Sonne zu knacken. Wo ist mein Telefon? Aber Vulcano hatte einen Traum. Er wollte fliegen. Und die Ausbildung zum Piloten war natürlich sehr teuer. Ja, klar. Alles ging gut.
Vulcano bekam sogar einen Job als Buschpilot im Amazonasgebiet und lernte dort seine spätere Frau kennen. Sie bekam ein gemeinsames Kind. Aber... Aber was? Eines Tages stürzte Vulcano Kretoso über dem Urwald ab. Nein. Doch. Kommen Sie doch raus! Scheiße. Hallo! Kommen Sie raus! Hallo. Ja. Das gibt's doch nicht. Was macht der denn hier? Ich müsste was transportieren. Könnt ihr können? Gut, natürlich, ja? Natürlich, kein Problem. Kann ich die Tür? Geht das ja? Die Tür auf, dann können wir reinmachen. Haben Sie kein Auto? Er hatte Glück. Er überlebte. Er baute sich aus den Wrackteilen eine Hütte, spitzte sich einen Ast zum Speer, damit er jagen konnte, um etwas zu essen zu haben. Wahnsinn. Aber er konnte keinen Funkspruch senden. Niemand wusste, wo er war. Er war ganz alleine im Busch. Oh Gott, wie Robinson Crusoe. Ja. Das Einzige, was ihn innerlich wirklich auffraß, das war die Sehnsucht nach seiner Frau. Und da er Angst hatte, dass seine Erinnerung an sie verblassen würde, nahm er feuchte Amazonaserde und fing an, eine Skulptur seiner Liebe aus seinem Gedächtnis zu formen. Diese hier. Schmitti? Rolf, entschuldige bitte vielmals die Verspätung. Aber ich... Ah, Schmitti! Schmitti, 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 Schmitti! Wer ist das? Du hast ihn doch. Dein Schiff. Blick. Was? Welchen Blick? Den Blick für das Besondere. Und warum hast du mir deine bezaubernde Assistentin an sich noch nie vorgestellt, hm? Hallo, Chef. Ja, ich habe gerade schon erzählt, dass Vulcano Kretoso über dem Urwald abgestürzt ist und dort diese Skulptur von seiner Frau gemacht hat, die zu Hause auf ihn wartete. Ohne ein Lebenszeichen. Mhm. Vulcano Kretoso, ja? Ja, ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber haben Sie Rolf denn auch schon gesagt, wie diese Skulptur überhaupt zu uns gekommen ist? Nee. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Kretoso ist nämlich zu Fuß durch den Urwald nach Hause gelaufen. Er wusste, es ist meine einzige Chance. Also kämpfte er gegen Morast, gegen Schlangen, gegen kleine Giftfrösche. Einmal ist er sogar von einem Krokodil angefallen worden. 6 Wochen war er unterwegs, in seinem Gepäck dieses Meisterwerk. Wie viel, Schmitti? Oder was hast du da noch mitgebracht? Ach, das ist nichts Besonderes. Und? Wie ist es gelaufen? Damit machen wir jetzt auch schön 50-50. Jetzt. Ja, ich habe ihn da drin gerade den Arsch gerettet. Ja, dann machen wir 50-50-50. Ja, und was ist mit meiner reizenden Assistentin hier? Ich brauche kein Geld. Hauptsache, ich muss solche Spielchen nicht mehr mitspielen. So, ihr teilt euch das. Tschö, Papa. Ciao, Onkel Günni.
Kann ich mit Ihnen in die Stadt fahren? Klar, Chef. Mein Gott, was haben wir denn da gerade gemacht? Wir haben gerade den größten Schrott verkauft, den ich je gesehen habe. Sonne ist wirklich so ein Kretin. Du hättest gerade da drin echt dabei sein müssen. Jesse hat eine Nummer hingelegt, ausgereift, sag ich dir, wie im Kino. Also, du bist Vulcano-Kretoso, bist Buschpilot, bist über dem Urwald abgestürzt, hast mit Krokodilen gekämpft und deine Frau hast du aus Amazonaschlamm gebaut, verstehst du? Ich hab geheult, ey. Was ist denn los? Du, Günther, glaubst du wirklich, meine Skulptur ist so schlecht? Was? Ach, nein, ach, nein! Pass mal auf, jetzt mal rein theoretisch. Wenn ich Kohle hätte, wenn ich reich wäre und ich würde Kunst kaufen, weißt du, von wem ich die kaufen würde? Von dem Typen Devontier in Dortmund. War früher Fachverkäufer für Herren-Oberbekleidung und schlägt sich seit Jahren mit Hartz IV durch. Ja? Vor so einem ziehe ich den Hut und ich zum Buschpilot. Und der heißt dann auch nicht Vulcano Cretoso. Sondern Wolfgang Kretek. Das war also eben gar nicht Schmittis Assistentin. Das heißt also, ihr traut mir nicht zu, dass ich selbst entscheiden kann, was mir gefällt und was nicht? Ja? Diese Skulptur, die hat was. Gibt bessere Kunstwerke, keine Frage. Aber diese Figur, die wurde mit Liebe gemacht. Das spürt man. Und deshalb habe ich sie gekauft und nicht wegen eures Schmierentheaters. Sie haben Talent? Vulcano. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. So. Wenn es verschwindet. Dankeschön. Ich hab zu danken. Eine Sache noch. Wir bleiben aber Freunde, okay? Ja, klar, sicher. Klar. Auf euch. Und hier kommt das erste Schnitzel hin. Boah, das wird da richtig Kunst, aber. Komm, ey. Jetzt ist gut mit Kunst. Jetzt ist gut. Okay, und für wen ist der Erste? Kein! Ey, guck mal, wer da kommt. Frau Gottschalk, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich möchte Ihnen nur kurz gratulieren und alles Gute wünschen für den Laden. Ja, danke. Moment, Frau Gottschalk. Ist irgendwas? Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich bin seit letzter Woche im Ruhestand. Nein. Aber Ruhestand ist doch klasse. Frau Kotsch. Ich fühle mich jetzt so nutzlos. Ja, möchten Sie sich nicht setzen? Schauen Sie mal. Da ist meine Frau. Ich mach schon mal ein Schnitzelchen. Mein Töchterchen. Oder richtig schön mit Knofi oder als Cordon Bleu? Oder Diabolo. Ja, so richtig schön scharf. Oder einfach nur Schnitzel.